Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Sibasusum, ihr wisst es. So, und jetzt sind wir gleich angekommen. Wir waren ja in der letzten Folge, haben wir geguckt, wo es die Tiere gibt zu kaufen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es die hier oben auch wirklich gibt. Oh, hier ist ein kleines Keilsilo. Und da oben muss der Tierhändler sein. Da wollen wir auch gleich mal gucken, was es da so gibt. Ich glaube, vorne konnte man Tiere kaufen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen. So. Ist auch mit Innenbeleuchtung. Sehr schön. Aber ist ja hell. Braucht man keine Innenbeleuchtung. So. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Bauer Bürgerin. So. Rum. Und dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, den müssen wir senken, ne? Kann man den senken? Menü öffnen. Senken. Ach, V. V. Senken wir ihn mal. Und R. Schweine. Ah, hier. Kuhkalb, Sibasusuma Schafe, Schafe, Ferkel, Schwein. Ich hoffe, dass die das sind. Ach so. Hier können wir sie nur verkaufen, also gut. Dann können wir sie da drin bestimmt kaufen. So, war mal hier, war glaube ich das Schweinesymbol. So, und ran rückwärts. So, hier können wir sie kaufen. Kaufen wir die mal. So, jetzt haben wir schon mal 9 Schweinchen. Jetzt gucken wir mal, wo die hinkommen, wenn wir. Wo ist das eine Schwein jetzt hingekommen? Ich glaube nicht dahin, oder? Wo sind wir denn? Wir müssen in den da. So, die Mutterschweine kommen noch, glaube ich, hier rein. So, hier ist das Schwein nicht gelandet. 50 Ferkel. 10 Schweine können da rein. So. Und wenn wir jetzt mal Ferkel kaufen, dann bin ich mal gespannt. Ah, wo ist er denn? Wenn wir mal 10 Ferkel kaufen. Zack, zack, zack. Wo kommen die hin? Sind die jetzt hier drin? Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die hier drin sind. Hier fehlen die Fenster, ne? Oder soll das so sein? Machen wir mal die Tür auf. Sind hier jetzt die Ferkel? Wo kommen die her? Wo kommen die hin? Okay. Dann nicht. Dann machen wir da mal aus. Dann haben wir jetzt irgendwo Ferkel. Gras verkaufen, jawohl. Ihr seht, die Tür ist auf. Tür zu. Und weiter geht's. Dann fahren wir jetzt die Schweinchen nach Hause. Das ist sehr schön. Unsere ersten Schweine. Habe ich denn jetzt hier die Maus? Was ist denn jetzt die Maus hier? Achso. Jetzt ist die Maus weg. Ha. So, dann fahren wir jetzt mal die Straße einfach runter. An der Kreuzung rechts müssen wir lang. Dann bringen wir die ersten 9 Schafe, wollte ich sagen.
Ihr wisst es, die ersten 9 Schweine. Hier noch nicht. Nee. Hä? Sind wir gerade vorbeigefahren? Ach ja, da war doch eine Kreuzung. Entschuldigung. Es kommt ja noch kein Auto. Ich habe diesen kleinen, schmalen Weg übersehen. So, und ab geht's. Ah, hier passt ein Hund auf, das ist sehr schön. Da ist eine Halle. Ah, fahren wir mal ein bisschen in die Innenansicht, das ist okay. Machen wir ein Tempomat rein. Oh, 26 Liter Sprit nur noch. Da müssten wir doch mal glatt Sprit holen. Das könnten wir aber mit den Großen machen. Der ist schneller. Könnten wir auch gleich das Schweinefutter holen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Aber erstmal bringen wir die Schweine zum Stall hin. Dass die wenigstens schon mal es gut haben. Und dann bringen wir alles hin, was wir brauchen. Schweinefutter, Stroh brauchen die, glaube ich. Bisschen getrocknetes Getreide. Dann haben wir noch ein bisschen was für die Folge zu tun. Und für die nächste auch noch. Das freut mich. So. Ach, wir müssen hier noch. Entschuldigung, Schweine. Ist er jetzt gehoben? Ja, jetzt ist er gehoben. Machen wir mal N. Unsere Schweinchen. Ein paar Schwarze dabei. Weniger Punkte, sehr schön. So. Oh, passen, dass wir dann zugegen fahren. Also auch nochmal ein Foto von euch gleich machen, ne? Ihr lieben Schweine. So. Und links lang. Festhalten. Da sehen wir schon unsere Farm. Da sind wir schon da. Das ist schön. Da haben wir die ganze Folge, ist halbe Folge schon rum und wir haben nur die Schweine geholt. Warum sage ich immer Schafe? Ich wollte immer ich sag immer Schafe. Oh, das ist auch noch gar nicht angefangen, das Feld, ne? So. Ah, das schaffen wir noch. So, dann fahren wir hier lang. So. Da kommt dann unser Mist hin. So, und hier müssten wir sie jetzt abladen können. Und rum. Sehr schön. Abladen. 9 Stück sind abgeladen. Sehr schön. Da sind die ersten Schweine. Da brauchen wir mal ein Foto von denen. So, lächeln. War das nicht so gut geworden, ne? Komm her, du liebe Sau. Dann machen wir von dir mal so ein Foto. Und zack. Sehr schön. Ah, das ist nicht so schön. Oh, das reicht jetzt. Fotosession beendet. So. Ich setze nochmal kurz hier ab. So, wir brauchen Wasser für euch. Wasser kann man, glaube ich, könnte man hier vorne direkt holen, ne? Zack, einmal rum. Ja, Wasser gibt es hier. Machen wir das mal voll. Ihr macht das super. So. Na komm, das können wir gleich voll machen. So, sehr schön. So. Aber wo bringen wir das den Tieren? Ein paar. Wo bringen wir den das hin? So, Wasser brauchen die gar nicht. Das haben sie bestimmt schon. Stroh, getrocknetes und das brauchen wir. Okay. Okay. Dann fahren wir dich noch mal kurz wieder weg.
Danke, dass du uns geholfen hast. So. So. Dann kommst du hier hin. Hier störst du nicht. Bis wir dich brauchen. So. Zack, absetzen. Dann drehen wir das alles mal. So, ich glaube, fahren wir jetzt mal. Zwei Ballen müssten, glaube ich, reichen. Hier müsste das alles noch stehen. Hier steht es natürlich nicht. Hat es einer drauf, unsere Front? Der nicht. Der auch nicht. Wo steht unser Frontanbau? Wo steht der? Da steht er. Da sehe ich ihn. So, drauf da. So, und dann holen wir uns mal ein bisschen Stroh. Und dann holen wir noch das Futter. Vielleicht schaffen wir das noch. Dann würde ich sagen, wir könnten uns auch mal ein paar Ferkel holen, ne? Da leihen wir uns. Ich glaube, ich müsste hinterher fahren. Das weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken. So. Zack. So. Fangen wir mit denen an. Ich glaube, 8000 brauchten die. Ein bisschen mittig müssten wir auch reinfahren. So. Und ich glaube, Stroh wurde vorne am Eingang abgegeben. Fahren wir jetzt mal hin. Ich glaube, das hat man alles hier vorne abgegeben. Oder hier? Hier ist ein Punkt. Und da ist, glaube ich, genau, da ist Futter. So. Gucken wir mal. Also ist was verschwunden. Geld ist nicht mehr geworden. So, Stroh passt. Und jetzt brauchen wir noch 8000. Gut. Dann müssen wir mal gucken, ob der das auch nimmt, wenn wir das so auskippen. Wenn wir das von Dings nehmen, das weiß ich nicht genau. Das gucken wir gleich mal. Ich bringe erstmal wieder hin die Gabel, die brauchen wir jetzt gerade nicht. So, absetzen, sehr schön. Dann holen wir uns mal unsere kleine Schaufel. Der Flug, der macht das schön, sehr schön. So, wo ist er denn? Da ist die Schaufel. So, wollen wir in unser getrocknetes Getreide rein. So, nehmen wir mal die erste Schaufel. Da müssen wir gucken, ansonsten müssten wir vielleicht unseren LKW ein bisschen vollladen mit 8000. Circa 5. Gehst du auf? Jetzt. So. Und es geht. Sehr schön. Sehr schön. Dann fahren wir noch ein, zwei Mal. Zack. Dann haben wir in der Folge, dann machen wir das jetzt noch mal kurz voll. Bringen wir den noch mal schnell was. Haben wir in der Folge schon die Tiere geholt, Futter gegeben, Strom, Wasser brauchen sie nicht. Haben sie anscheinend so schon im Stall.
Dann holen wir den nächsten Schweinefutter. Haben wir jede Menge. Und dann würde ich sagen, vielleicht holen wir uns doch noch mal ein paar Ferkel. Ja, die müssten wir uns noch mit dem großen Transporter. Müssen wir mal gucken, was billiger ist, ob wir uns leihen. Den großen Hänger. So, zack, passt. Wir müssten jetzt 3,6 drin sein. So, fahren wir mal so. Und da rum. So, und runter. Und voll. Und hoch. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir eher so in Innenansicht fahren sollen oder wie ihr das wollt. So, oder wie ihr es gerne mal sehen wollt oder einfach beides. So, jetzt fahren wir ja mal kurz Innenansicht. Zack, hoch. Jetzt müsst ihr hier hinkommen, genau. Holen wir noch eine Fuhre. Haben wir auch nur 9 Schweine drin statt 10. Zack, rum. So. Die Fuhre machen wir noch schnell. Und rum. Und zurück. Und senken. Ist voll. Dafür habe ich das Lager auch extra schön gemacht für unser schönes getrocknetes Getreide. So. Aber wir könnten uns mal vielleicht eine größere Schaufel zulegen. So, und die kippen wir noch ab. Sehr schön. So, liebe Leute, aber ich danke euch diesmal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, weil LS19 ist jetzt schon draußen. Wie ihr es findet, vielleicht spielen wir es auch, vielleicht auch noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen uns einfach überraschen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.